So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ich bin ein Swiftie geworden. Nein, Scherz beiseite. Das habe ich bei meinem Zeitschriftendealer entdeckt. Das ultimative Taylor Swift Fanpaket. Hey, 9 exklusive Sachen. 2 A2 Poster. Eine Fotokarte. 4 Postkarten. Und hier unten eine Sticker-Kollektion. Und natürlich das Taylor Smith, keine Ahnung, Zeitung, Magazin. Müssen wir mal schauen, wie wir das nennen können. Also, ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, ob ihr es wollt und natürlich, ob ihr ein Swiftie seid. Schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich zeige euch, was ihr da kriegt, wenn ihr euch das gönnt. Also, erstmal eine Verpackung, ist ganz klar, die ziemlich bunt ist. Oh, man kann hier auch sehen gerade. Nein, machen wir, wenn schon. Abschneiden. So, was haben wir jetzt in das Tütchen? Das seht ihr, das ist nur die Verpackung. Ist auch einfach nur bedruckt, was da drin ist. Dann haben wir hier die Zeitschrift. Haben wir hier Pappe. Nein, das... Oh, das sind die... Nein, das sind die... Hallo. Das sind die 4 Postkarten. Seht ihr, 4 Postkarten? Könnt ihr umknicken, dann könnt ihr sie abmachen. Also, wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Dann haben wir hier die Sticker. Ihr seht, 3, 6, 9, 12 Stück. Naja, müsst ihr wissen, ob ihr sie gut findet oder nicht. Dann haben wir natürlich 2 A2 Poster. Einmal und zweimal. Ja, das ist ein Poster, einfach nur mit Vorder- und Rückseite. Also, ihr müsst euch entscheiden, entweder die Seite oder die Seite. Dann haben wir hier, das sind, glaube ich, diese, ist einfach nur eine Einlage. So, und jetzt kommen wir natürlich zu das Magazin, Zeitschrift oder auch, was es auch immer ist. Ist die Nummer 1. Das ganze Paket übrigens, das Taylor Swift oder das ultimative Taylor Swift Fanpaket, kostet 14,99, also rund 15 Euro. Ah, ist eine Hausnummer. Blättern wir natürlich jetzt drin herum. Natürlich was Wissenswertes über Taylor. Dann haben wir hier, ihr seht es selber. Blätter 1. So. Wie gesagt, ich kenne ein paar Lieder von ihr, die sind nicht schlecht. So ein reiner Fan, der sowas braucht, bin ich nicht. Ich will es euch mal zeigen, weil 15 Euro, für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich nichts. Und was gibt es dafür? Ihr seht es selber. Ha. Ihr müsst mir das in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Ich versuche natürlich irgendwas Merchandising-mäßiges von Taylor Swift unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem und günstig. Müsst ihr selber schauen und mal gucken, auch was ich finde, wo ich einfach einen fairen Preis oder was ich witzig finde von ihr, verlinke ich euch. Und danke dafür, wenn ihr den Link benutzt, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ihr seht, alles wirklich verschiedene Fotos von ihr, mit wem, verschiedene Altersgruppen, also Jahre da dran, jung, etwas immer zwischendurch. Ihr seht es. Jetzt bin ich aber ehrlich auf eure Meinung, Kommentare. Muss man das wirklich haben? Als Swiftie bestimmt. Da ist ja im Moment so ein Hype drauf. Und ihr seht, jede Seite einfach nur was aus ihrer Welt. Ist natürlich alles nur das, was sie preisgibt.
Ja, ich bin jetzt einfach nur still. Ihr könnt ja immer wieder auf Pause drücken, heranzoomen, dann könnt ihr sogar alles durchlesen, weil das mache ich jetzt nicht. Ich blätter jetzt nur für euch rum, weil ein richtiger Fan, der weiß, wo das gewesen ist, was da passiert ist. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Bild ist, zu welcher Tournee auftakt, zu welchen, keine Ahnung, Konzert. Jeder will mit ihr singen. Sie macht natürlich auch sehr viel. Aber das ist auch das, ihre Berühmtheit. Jeder möchte mit ihr gesehen werden, was unternehmen. Und dann hoffen, man wird genauso berühmt. Aber ihr seht, alles nur Glamour. Highlights, Fotos. Eine verdammt heile Welt. Verschiedene Konzerte, verschiedene Preise, verschiedene Orte, wo sie gewesen ist. Aber nichts irgendwie so richtig Privates. Das ist es nicht. Das wird es auch, glaube ich, so von ihr nicht sein. Aha, ihr seht es. Jetzt geht es langsam zu Ende. Das Ganze hat 114 Seiten. 114 Seiten Magazin über Taylor Swift. Dazu gibt es eben diese Pappe. Das ist reine Pappe. Dann gibt es diese zwei Poster. Ist im Prinzip ein Poster, zwei Seiten. 12 Sticker, 4 Postkarten, Verpackung, das ultimative Taylor Swift Fanpaket für rund 15 Euro. Also, wie findet ihr das? Was haltet ihr von? Was haltet ihr von dem Preis? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich verlinke euch irgendwas von ihr. Für einen Daumen hoch bin ich immer zu haben, wisst ihr ja. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.